Morning, meine lieben Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar am Wochenabschluss, Freitag, 29. Juli. Wir feiern zugleich den Monatsabschluss und stellen fest, dass es doch schon einige Bewegungen hier gab im laufenden Monat und insbesondere bei den Yen-Pairs, bei den Paaren, die hier in Yen gehandelt werden, hatten wir schon angedeutet, dass eine mögliche Schwächephase hier bevorstehen könnte. Und interessanterweise ist das auch relativ stark eingetroffen, insbesondere unter technischen Gesichtspunkten beim US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen, den wir uns jetzt anschauen wollen, entwickelte sich die Bewegung ja nahezu grandios. Wir hatten jetzt in der Nacht dann auch noch natürlich hier die Notenbank-Sitzung der Bank of Japan hier in der Nacht. Einen genauen Zeitpunkt gab es dazu nicht, aber wir sehen gleich im Chart, dass es eben in der Nacht hier derbe und wilde Ausschläge gab. Zudem hier jede Menge Konjunkturdaten, Inflationsdaten, die hier dann sich auch entsprechend auswirkten. Die Industrieproduktion blieb hierbei konstant, die Preise in Japan sinken unerwartet deutlich, also hier Inflation eher Fehlanzeige, Deflationsproblem bleibt ein Thema. Letztlich hat die Bank of Japan hier in der Nacht eben dann auch angekündigt, die moderate Lockerung sozusagen beizubehalten. Leitzins blieb bestätigt, es bleibt sozusagen alles beim Alten, aber auch letztlich ist es so, dass hier die Zentralbank an die Grenzen der Notenbank oder Geldpolitik angekommen zu sein scheint. Das ist natürlich ein Statement, was die Märkte dann hier erstmal relativ ja, mit Ernüchterung aufnahmen. Der Yen jedenfalls selbst belohnte dies relativ deutlich. Wir schauen mal hier auf den Yen-Index, also hier der Index indiziert mit gegenüber Cross-Währungen anderer Natur, Pfund, schwarzer Franken, Euro etc. Und da sehen wir hier, dass eine gewisse Stärke doch hier wieder eintritt, seit eben hier 2015, insbesondere 2016 hier der Yen wirklich wieder on vogue und sehr, sehr stark gelaufen. Wenn wir uns mal das ganz große Bild im Quartalschart anschauen, dann ist auch hier seit den 70ern, Ende Bretton Woods System, Wiederbelebung des Forex-Marktes praktisch ersichtlich, dass wir hier generell eine Aufwertungsphase beim Yen haben. Und hier natürlich diese Abwertung dann hier rigoros gestoppt wurde, beziehungsweise hier eben die Maßnahmen, die Einzug hielten bei Shinzo Abe mit dem Regierungswechsel 2012-2013 und hier den Notenbankveränderungen. Der Markt aber stemmt sich jetzt hier wieder dagegen und man sieht ja, der Yen scheint wieder stärker zu werden. Das ist nicht im Grundgedanken der japanischen Notenbank vorzufinden, technisch jedoch sehr gut ableitbar, dass es sogar noch ein Stück weit tiefer gehen könnte. Wir schauen kurz auf den Wochenchart vom US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen und hier schon die Range, die wir schon relativ lange, wenn Sie Devisenradar-Zuschauer sind, werden Sie den Chart ohnehin kennen, im Fokus haben. Also hier knapp über 100 Yen und hier bis in den Bereich 106 knapp, 155 hier dieser Bereich. Das ist ein Bereich, wo ich denke, da kann der Yen hier ein Stück weit pendeln, ein Stück weit ausschlagen. Und genauso geschehen über der 100-Yen-Marke oder um die 100-Yen-Marke ist die Interventionsbereitschaft der japanischen Notenbank sehr, sehr groß, sowohl verbal als auch aktiv. Tatsache ist, ja, die letzten 2 Wochen waren sehr, sehr stark. Die aktuelle Handelswoche wird hier jedoch technisch wieder korrigiert und das auch recht deutlich, gerade mit den heutigen Statements der Nacht bzw. mit den heutigen Bewegungen. Hier 1,5% Verlust, das ist schon eine wirkliche Hausnummer am Devisenmarkt und entsprechend korrigieren natürlich auch alle anderen Yen-Pairs. Aber der übergeordnete Abwärtstrend ist intakt und wir hatten dies hier auch im Devisenradar dargestellt. Sie sehen hier noch den blauen Tendenzfall der letzten Analyse. Einerseits hier diesen Abwärtstrend. Andererseits diese Horizontalhürde, dieses Blockfenster, so wie ich es mal nenne, um 106,20 bis eben hier in dem Bereich 107,50 rund. Genau in dieser Zone hier mit dieser Ellipse dargestellt, sollte sich der Preis erschöpfen und genauso kam es auch tatsächlich. Und hier das theoretische Chance, also hier Chance und Risikoverhältnis exorbitant gut, wo man hier praktisch einen Trade durchaus hätte abfeuern können unter Swing-Gesichtspunkten. Natürlich ist die Volatilität hoch, aber das erste Ziel wurde hier schon mal erreicht im Bereich 103,50 und jetzt nach einer kleinen Erholung vielleicht kann man davon ausgehen, dass wir sogar noch mal in Richtung 101, 100 Yen gehen und dann wäre im Prinzip dieser korrekte Impuls sehr, sehr sauber abgearbeitet. Was das Ganze stützt, sind die schwachen saisonalen Aussichten für die Yen-Pairs. Also wir sind hier Austral-Dollar-Yen, zeigt mit Blick auf die nächsten 20 Tage auch schon sehr stark nach unten. Genau das gleiche beim US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen. Insofern hier eine stürmische Phase durchaus vor uns und technisch bedingt nach aktueller Einschätzung und eben auch saisonal sieht es sehr stark danach aus, als würden hier weiter fallende Preise sehen. Das mögliche Stop-Level über 108 wurde jetzt nicht gefüllt. Man könnte hergehen und den Stop jetzt ein Stück weit tiefer setzen. Sozusagen über 106,50 sollte es jetzt nicht mehr gehen.
Und wenn das so bleibt, 106,50 praktisch hier, machen wir das mal fix. So. Genau. Also man könnte im Prinzip das Risiko jetzt sehr, sehr stark absenken, um hier praktisch nicht Gefahr zu laufen, dann aus diesem jetzt laufenden profitablen Trade noch einen Verlusttrade oder einen großen Verlusttrade machen zu können. Denn wenn der Markt hier nochmal diese Trendlinie attackiert, nochmal den Bereich um 106,20 und gegebenenfalls darüber dann hinauszieht, dann hat sich im Prinzip das Short-Szenario trotz der jetzt vorausliegenden negativen Saisonalität erledigt. Aber ob es so kommt, wissen wir, wie gesagt, nicht. Es kann natürlich auch jederzeit zu Maßnahmen der Notenbank kommen, beziehungsweise andere geopolitische, finanzpolitische Änderungen geben, die dann plötzlich hier wieder eine Umkehr einleiten. Insofern muss man gewappnet sein, aber es empfiehlt sich durchaus aufgrund der bereits angelaufenen Schwäche hier das Risiko vielleicht ein Stück weit aus dem Markt zu nehmen und dann praktisch abzuwarten, was die kommende Woche bringt. Wie gesagt, saisonal vielleicht eine kleine Konsolidierung nach oben, aber dann steil nach unten. Gehen wir noch mal ein paar Tage nach vorne. So, da sehen wir August sehr, sehr crazy, also ein relativ starkes Abwärtsmomentum, welches sich dann hier im September sogar weiter beschleunigen könnte. Das heißt, rein mit dem Spiegelbild des saisonalen Charakters könnte man sogar davon ausgehen, dass wir die 100-Yen-Marke unterschreiten. Aber da, liebe Teilnehmer, mal bitte Vorsicht walten lassen. Ich denke, die Interventionen der Notenbank dürften dann massiv aktiv werden, wenn wir hier diese Unterstützungszone erstmal hier im Bereich 101,35, aber insbesondere den dreistelligen Bereich hier unterschreiten, dann wird es wirklich spannend. De facto wäre, wenn wir nochmal unter die 100-Yen-Marke gehen, aber technisches Potenzial, Korrekturpotenzial bis in den Bereich 94,50 auf jeden Fall gegeben. Das muss man ja durchaus in petto haben, wenn der Markt hier doch weitere Schwäche zeigt. Und Sie sehen, der Korrekturimpuls ist sogar durch eine schräge Trendlinie visualisierbar und insofern völlig intakt. Also warten wir mal ab, was passiert. Letztlich die Annahme einer weiteren Schwäche beim US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen erfüllte sich. Das Setup, das Szenario bleibt weiter intakt und insofern eigentlich alles ganz gut gelaufen. Ich hoffe, Sie hatten Spaß an der Sendung. Ich hoffe, Sie haben Spaß an den Informationen und wünsche Ihnen jetzt erstmal ein angenehmes Wochenende vorab. Und wenn Sie mögen, hören wir uns Montag wieder, 9:30 Uhr zum Devisenradar. Bis dahin, Ihr Christian Kämmerer und tschüss.